Wir haben uns heute für Sie den Mercedes Sprinter ausgesucht. Der Mercedes Sprinter hat einen sehr langen Radstand. Daher liegen natürlich auch die Aufnahmepunkte sehr weit auseinander. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder heben Sie den Sprinter an den vom Hersteller vorgesehenen Aufnahmepunkten, wie hier auf der Skizze zu sehen, oder Sie heben an den alternativen Aufnahmepunkten, wie hier zu sehen. Für die Originalaufnahmepunkte müssen Sie nur die zwei hinteren Aufnahmepunkte mit den für den Sprinter geeigneten schmalen Prismaaufnahmen einsetzen. Die erste Variante kann ich auf den Original-Tragteller befestigen und natürlich sichern. Die zweite Variante ist, den Original-Tragteller zu ändern auf einem Prisma-Aufnahme. Achtung! Andere Prisma-Aufnahmen sind nicht geeignet. Die beiden vorderen Tragteller ersetzen Sie durch Stifte. Die Beladung vom Transporter habe ich geprüft. Das Auto jetzt schön mittig zwischen die beiden Säulen reinfahren. Positionieren Sie die Tragteller hier und hier. Heben Sie wie immer kurz an. Die Aufnahmepunkte prüfen und die Tragarmeitierung prüfen. Heben Sie dann auf die gewünschte Höhe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls Sie noch andere Fragen haben oder falls Sie noch andere Fahrzeugtypen sehen wollen, schreiben Sie uns ganz einfach einen Kommentar wie immer unter diesem Video.